So, das Knädel machen habe ich von Roma gelernt. Das Seil hat hier im Gasthaus, ist sie für die Knädel zuständig gewesen. Und dadurch, dass ich ein typisches Gasthauskind bin, sozusagen, habe ich in Roma halt zugeschaut. Und wenn mein Gas genug gewesen ist, hat es in Galen geheißen, da magst du helfen. Und jetzt mache ich die Knädel eigentlich gleich, wie ich es halt von Roma gesehen habe. Früher hat es halt 3-4 Sorten gegeben und irgendwann habe ich noch angefangen, ein paar mehr Sorten dazu. Das heißt, es ist ganz viel Arbeit. Ich bin fast jeden Tag um 5 Uhr in der Früh da und dran meine Knädel, damit ich sie nachher um 8 Uhr eine verliefern kann. Aber ich bin zufrieden. Mittlerweile bin ich, glaube ich, recht bekannt für meine Knädel. Also wenn du zu mir zum Kneckerauer kommst, nachher können wir da in der Kuchel, machen wir miteinander Brennnesselknädel, sage ich eigentlich, wie ich den mache, weil den macht sicher nicht jeder gleich. Das ist kein großes Geheimnis, weil sonst könnte ich das ja nicht machen. Und dann werden wir den, wie gesagt, miteinander machen, verkosten und könnt ihr auch mit umnehmen. Ich freue mich drauf.